Jo. So, Thomas, vielen, vielen Dank für die Musik. Großartig. Thomas ist gesetzt hier oben auf dem Hamburger Schloss. Auch der Thomas ist Verlass. Danke, Thomas, dass du dich immer wieder hier reinhaust und diese Veranstaltung mit Seele erfüllst. Dankeschön. Aber wir sind ja nicht die einzige Veranstaltung in Deutschland. Es gibt derer ja viele. Sonntags nicht ganz so viele, aber in den nächsten Wochen wird es wieder heftig. Da stoßen sich die Termine. Am nächsten Wochenende haben wir gleich eine Vielfachbelegung. Ich rufe dazu auf, die Initiative in eurer Umgebung zu unterstützen. Und wenn ihr Zeit, Lust und Geld und eine gute Fahrgemeinschaft bei der Hand habt, fahrt doch bundesweit, macht, betreibt Demotourismus. Nächstes Wochenende bietet sich das an. Da wäre zum einen am 16. in Saarbrücken auf dem Landwehrplatz um 16 Uhr eine Versammlung, angemeldete Demonstration. Kommt vorbei, unterstützt die Crew aus Saarbrücken. Die können das auf jeden Fall gut brauchen. Genauso wie das selbstverständlich die Menschen in Göttingen gerne sehen würden, wenn wir unsere Teilnahme dort wahr machten. Wir werden in vielen Fahrgemeinschaften auch mit dem Bus nach Göttingen fahren und unsere Freunde dort in Göttingen unterstützen. Göttingen, ganz wichtig, sehr, sehr stark links geprägtes Pflaster, und eine Versammlung dort, also zu ihrer Entfaltung zu begleiten, das sehen wir als unsere Aufgabe an und gehen der sehr, sehr gerne nach. Also Neustadt steht auf, nächstes Wochenende in Göttingen dabei. Aber, wie das halt so ist, wir machen uns gerne das Leben gegenseitig schwer, deshalb ist am 16. auch nicht nur Saarbrücken und Göttingen, sondern es gibt auch eine sehr, sehr große und sehr schöne Versammlung in Mainz, die es mit Sicherheit zu unterstützen wert wird. Also wer nach Mainz fahren möchte, nächstes Wochenende am 16., dort gibt es auch eine Demonstration, alle Infos dazu im Netz, natürlich auch auf unserem Kanal Neustadt steht auf. Und zu guter Letzt werden auch die Weißen, also unser Verein, am nächsten Demonstrationswochenende mit einem Redner vertreten sein. Das wird der Dr. Wolfgang Kochanick sein und der wird in Magdeburg sprechen, die Versammlung in Magdeburg unterstützen. Auch eine sehr große bundesweite Demonstration. Wer also noch Zeit und Lust hat, kann auch in Magdeburg am nächsten Wochenende für Friede, Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen, Freunde. Und dann bleibt mir natürlich die nächste Versammlung hier auf dem Hamburger Schloss anzukündigen. Da muss nicht mehr Neustadt steht auf den Notnagel geben, sondern wir haben wieder eine Initiative aus unserer Region, die die Oberleitung hier am nächsten Wochenende übernehmen wird, Entschuldigung, übernächsten Wochenende übernehmen wird. Am 24.09. freuen wir uns sehr, den Widerstand aus Bellheim hier begrüßen zu dürfen. Bellheim unter der Führung von Marlies Spuler in zwei Wochen, am 24.09. hier auf dem Hambacher Schloss. Geht wieder los, 14 Uhr unten, Parkplatz Dammstraße. Wir freuen uns ganz mächtig drauf, Leute, wird richtig groß. Elli, möchtest du was sagen? Ja, schieß her, komm, komm. Am 17. September ist in Aschaffenburg Großdemo und am 23.09. ist in Heilbronn Demo mit Traktoren. Am 1. Oktober wäre am Bodensee und in Miltenberg Großdemo. Am Bodensee? Am Bodensee ist tatsächlich schon am 29. die Friedenskette am Überlinger See. Das ist eine sehr, sehr geniale Initiative aus dem südlichen Deutschland. Die haben richtig was zu bieten. Dort werden mehrere Autokursos gleichzeitig, mehrere Demonstrationen, mehrere Konzerte gleichzeitig stattfinden. Anlaufstelle ist am 29.09. bereits in Konstanz. Und dort wird die Menschenkette sich dann entfalten. Einmal um den Überlinger See, das ist das Ziel, das ist quasi dieser nordöstliche Ausläufer des Bodensees. Also wer noch mitfahren möchte, es gibt mit Sicherheit auch noch Platz im Auto. Sagt Bescheid, PN an mich, geht los. 29.09. Überlingen bzw. Konstanz Pflichttermin. Elli, möchtest du was sagen? 30. September ist auch noch in Stuttgart Großdemo. Genau. Sehr gut, Freunde. Ja, also komm her, sag's dir selber, ich habe noch nie was von gehört.
Hallo. Am 1.10. ist zum ersten Mal sonntags von den Friedrichsthaler Spaziergängern eine Demo in Sulzbach, 15 Uhr. Wir treffen uns am Markt. Ich hoffe, dass viele aus der Gegend vorbeikommen. Sehr schön, vielen Dank. Freunde, es ist hart. Ja, der Sommer ist heiß. Wir sind alle irgendwo am Limit. Nach vielen, vielen Jahren, denen wir auf der Straße unsere Zeit geopfert haben, sieht auch der ein oder andere eben nicht mehr ein, dass er auf jede Versammlung geht. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr immer wieder den Weg hier hochfindet, dass wir eine stabile Crew sind, die zeigt, und zwar deutschlandweit über unseren Kanal zeigt, dass Demokratie, Freiheit, Einigkeit und Recht ein zentrales Anliegen unserer Bewegung sind, dass wir hier sehr, sehr ernst nehmen und von dem wir uns auch von Hambach versprechen, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft in diesem Lichte wieder sonnen können. Deshalb freuen wir uns, wenn auch ihr wieder in 14 Tagen dabei seid, wenn es heißt, hinauf zum Schloss, Freunde. Und jetzt sind wir eigentlich am Ende unserer Versammlung angelangt. Ja, aber wenn es am schönsten ist, sollen wir den Rückweg antreten. Wer noch Durst hat, an unserem Infostand gibt es auf jeden Fall noch Getränke gegen eine klitzekleine Spende, dort lauwarm, ja, aber flüssig. Und ansonsten beendige ich jetzt hiermit die Versammlung. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause, Freunde. Ordner binden, bitte bei mir abgeben. Danke. Sehr gut.